Der Fall Axel Springer Verlag. So. Unterlassungsbeschluss gegen den Axel Springer Verlag wegen Lügen im Internet. Das Landgericht Hamburg hat unter dem Aktenzeichen 324O 118 aus 2016 verfügt, dass dem Axel Springer Verlag verboten wird, zu behaupten, dass ich als Journalist auf meiner Internetseite die Flagge des Deutschen Reiches von 1871 präsentieren würde. Dazu noch ein paar andere Frechheiten, aber jetzt geht es erstmal um diese Flagge des Deutschen Reiches. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, welche Farben die überhaupt hat. Im Internet kursiert ja, dass viele Menschen die Korruption kritisieren, angeblich rechts oder rechtsradikal oder Reichsbürger sind. Das ist nicht der Fall. Ich bin im Leben noch niemals Reichsbürger gewesen. Diese Berichterstattung vom Axel Springer Verlag ist eine Lügenberichterstattung und ich habe auch niemals im Leben die Flagge des Deutschen Reiches auf meinen Internetseiten benutzt. Noch niemals. Ich werde das auch in Zukunft nicht tun. Ich habe mit Reichsbürgern nichts zu tun. Vorsicht also vor Artikeln von der sogenannten Bild-Zeitung oder Axel Springer Verlag, wenn es dabei um solche Dinge geht. Man weiß nie, ob das erfunden ist, ob es stimmt oder ob es gekauft ist. Denn man kann heutzutage über verschiedene Internetseiten deutschlandweit Presseartikel käuflich erwerben. Das heißt, man kreiert selbst einen Pressetext, bezahlt dann so um die vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem wie lang, und dann wird der in den sogenannten amtlichen Medien verbreitet. Ungeprüft. Das kann man selbst zu Hause am Computer machen. Das ist machbar. Und darunter fällt wahrscheinlich auch dieser Lügenberichtartikel, in dem ich angeblich die Flagge des Deutschen Reichs gezeigt hätte. Das ist eine ekelerregende Frechheit von diesem Axel Springer Verlag. Ich habe Fotos von diesem Verlag gemacht. Ich war in Hamburg. Es erfolgt noch eine größere Berichterstattung darüber. Und nebenbei gesagt, hat dieser Axel Springer Verlag in diesem Verfahren noch nicht einmal einen Satz zur Verteidigung geschrieben. Ich habe also eine Verfügung eingereicht, einen entsprechenden Verfügungsklageantrag. Das heißt, der Verfügungskläger, das bin ich, beantragt gegen die Verfügungsbeklagte und so weiter dann die Untersagung. Und das natürlich im Eilverfahren. Dann, da braucht kein Mensch irgendeinen Rechtsanwalt für. Bei einer Verfügung ohne mündliche Verhandlung im Eilverfahren braucht niemand einen Rechtsanwalt. Das habe ich gemacht. Ich habe dann eine Rechtsanwältin benannt für den Fall, dass eine mündliche Verhandlung anberaumt werden würde. Dazu kam es nicht. Die Gegenseite hat nämlich sämtliche Vorträge von mir zugegeben, dass sie sich nicht verteidigt hat. Es gab also nicht ein einziges Schreiben zur Verteidigung. Und so kam es dann, dass das sogenannte Landgericht Hamburg, das normalerweise immer auf Seiten von ganz anderen Leuten ist, tatsächlich verfügt hat. Es wird halt hier wörtlich verfügt. Mal sehen. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der zur Widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, das ist immer obligatorisch, und für jeden Fall, dass dies nicht betrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens 250.000 Euro, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre, untersagt, zu behaupten bzw. behaupten zu lassen, zu verbreiten bzw. verbreiten zu lassen. Er, der Antragsteller, präsentiert auf seinen Seiten die Flagge des Deutschen Reiches von 1871. Jetzt geht es noch weiter. Oder im Antrag des örtlichen Amtsgerichts sollte offenbar ein Psychiater schon einmal, also meine Untersuchung, in Angriff genommen haben. Der Text endet hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es formuliert war, aber es ist schon dreckig. Es ist schon dreckig. Jetzt habe ich es doch gefunden.
So, der zweite Antrag lautete dann natürlich auch die Unterlassung irgendeiner Beleidigung mit einem Psychiater. Der Zusammenhang ist ja ganz einfach. Hier heißt es dann weiterhin in der Untersagung: Auf Antrag des örtlichen Amtsgerichts sollte offenbar ein Psychiater schon einmal prüfen, ob P, mein Nachname, der Antragsteller überhaupt zurechnungs- und damit schuldfähig sei. So. Wie geschehen unter www.bild.de falsche Wahlplakate, wirrer Protest gegen CDU im Netz vom 31.01.2016. So, also ich wurde dort bezichtigt, ich hätte gefälschte Wahlplakate verbreitet. Ich habe es nicht nötig, Wahlplakate zu fälschen. Ich bin in der Lage, meine eigenen Wahlplakate zu machen, zu erstellen und zu verbreiten. Und das ist geschehen. Da hieß es dann beispielsweise, wähle niemals CDU. Und das hieß darauf, CDU wählen ist ein Verbrechen. Und dann wurden dafür ein paar Themen aufgelistet. Viel mehr war da nicht zu lesen. Und dann dieser freche Quatsch. Wegen dieser Bildberichterstattung von mir hat dann der sogenannte Axel Springer Verlag, also Bild.de, behauptet, dass ein Psychiater mich schon untersuchen sollte und dass ich also Reichsbürger sei und ich hätte auch die Fahne des Deutschen Reiches verbreitet. So leicht ist in Deutschland Lügenpresse möglich. So widerwärtig und dreckig, ekelerregend, verlogen und falsch, belügt Bild.de, der Axel Springer Verlag, seine Leser. Kassiert sogar noch Geld dafür. Denn die Werbung auf diesen Internetseiten bringt ja Geld ein und dafür ist diese Lügengeschichte diesem Verlag einfach gut genug. Dazu gibt es mehr nicht zu sagen.